Stellt euch vor, man sitzt abends mit der Familie beim Abendessen und plötzlich ist der Strom weg. Nichts geht mehr. Es ist stockdunkel. Wo sind die Kerzen? Haben wir Taschenlampen zu Hause? Auf der Suche nach den Gegenständen stößt man ständig an was? Man wird wohl ein paar blaue Flecken bekommen. TV und Radio gehen natürlich auch nicht und man weiß gar nicht, was los ist. Und zu guter Letzt hat man natürlich auch vergessen, sein Smartphone aufzuladen. Da stellt sich doch die Frage, wo kommt unser Strom eigentlich her? Wir stellen hier drei Möglichkeiten der Stromerzeugung vor. Ein Kernkraftwerk produziert Strom aus Wärme. Aus der Spaltung von Atomkernen wird Strom erzeugt, der über das Stromnetz zu uns gelangt. Kernkraftwerke stellen aber auch eine Gefahr dar. Unfälle können ganze Regionen auf eine sehr lange Zeit unbewohnbar machen und zu schweren Krankheiten führen. Ebenso ist es problematisch, die Abfallprodukte gefahrlos zu lagern. Stromerzeugung aus Gas funktioniert ähnlich. Auch hier wird durch Wärme Strom gewonnen. Es gibt aber nicht genug Gasvorkommen. Nur 10% unseres Gasverbrauchs kommen aus Deutschland. Und Experten meinen, unser Gasvorkommen hält nur noch 10 Jahre. Circa ein Drittel unseres Gases kommt aus Russland. Wir importieren auch Gas aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Norwegen und den Niederlanden. Aber auch dort sind die Gasvorkommen begrenzt. Durch Wind lässt sich auch Strom herstellen. Wind ist eine erneuerbare Energiequelle. Man sieht in Deutschland überall riesige Windräder, die die Windkraft nutzen und Strom erzeugen. Aber selbst bei Windstille gibt es Strom durch Windkraft, denn der erzeugte Strom wird in riesigen Batterien gespeichert und an uns weitergegeben. Aber auch hier gibt es natürlich auch negative Seiten. Windräder sind nicht sehr schön und außerdem recht laut. Unter erneuerbaren Energien versteht man die Stromproduktion durch Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft und Biomasse. Deutschland hat sich ein sehr ehrgeiziges Ziel gesteckt. Im Jahre 2050 sollen erneuerbare Energien 80% des Bruttostromverbrauchs decken. Im Jahre 2016 lag dieser Wert bei 28%. Vorteil wäre auf jeden Fall, dass man nicht von anderen Ländern abhängig ist und für die Umwelt Gutes tut.